Also wir sind hier in meinem Bauwagen, wo ich schon im Sommer davon geträumt habe, hier mal drin zu wohnen. Und ich konnte jetzt inzwischen auch meine Möbel holen, die ich gelagert habe in der Zeit, wo ich halt unterwegs war. Es ist hier meine Truhe, da sind noch all meine Kleider drin. Also ich habe schon noch ein paar mehr, aber die sind jetzt momentan auch in einer anderen Truhe gelagert. Also das sind die Kleider, die ich halt derzeit brauche, meine Winterklamotten. Hier ist quasi mein Badezimmerschrank. Es ist meine Waschschüssel, meine Sachen, die ich halt jeden Tag so brauche. Und hier sind halt so Handtücher drin und Kosmetikartikel. Also alles ziemlich einfach, aber es geht halt. Also meistens dusche ich draußen, wenn ich dusche. Das ist dieser Solarsack. Da wird das Wasser jetzt nicht mehr warm. Also ich mache da quasi warmes Wasser schon rein und dann wasche ich mir hier die Haare oder dusche mich nur so schnell ab. Und dann geht es dann halt ganz schnell wieder rein. Also macht keinen Spaß und das ist dann auch der Moment, wo es mir wirklich, wirklich auf die Ketten geht. Aber wie gesagt, es geht ja auch an der Schüssel mit Waschlappen und so. Und dusche nur wirklich ganz selten und derzeit auch überhaupt gar nicht. Ich glaube, das muss dieses Jahr nicht mehr sein. Viel mehr wird mich abnerven, morgens aufzustehen nach dem Wecker und dann schnell mit den Hunden raus und dann zum Job gehen zu müssen, der mir kein bisschen Spaß macht. Ja, dann 8 Stunden in einem Büro zu sitzen und irgendwelche Arbeit zu machen, nur damit ich dann dafür halt 10 Minuten am Tag auf einem richtigen Porzellanklo sitzen kann, das ist, glaube ich, nicht mein Ziel. Hier ist auch ausschließlich für mich meine Komposttoilette, die wunderbar funktioniert und eigentlich auch vollkommen geruchsneutral ist. Hier in der Nachbarschaft ist so eine Tischlerei, wo ich auch Sägespäne und alles herbekomme. Deswegen geht das auch immer wunderbar. Also das ist, wie gesagt, natürlich nur für mich, da kommen keine Gäste drauf oder ich gehe auch nicht drauf, wenn Gäste da sind oder sowas. Hier ist mein Bett, hier ist eigentlich Lennys Bett, der liegt heute ausnahmsweise auf meinem Bett. Und ich dachte, ich ziehe hier gleich ein und musste dann halt erstmal sehen, dass der Boden faul war und dass halt alles nicht so geklappt hat. Und es hat dann tatsächlich noch eine Menge Arbeit gekostet, den Bauwagen so herzurichten, dass ich halt hier einziehen konnte. Und ich habe halt über 2 Monate ohne Fenster und mit geklebten Folien hier übernachtet. Aber es war dann halt, wer vorher im Bus wohnt, ja, das war dann hier auf einmal eine Menge Platz. Ja. Und ich habe hier manchmal auf diesen Metallträgern gestanden und aus den Löchern geguckt und mir vorgestellt, wie das dann ist, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Und deswegen ist es auch bis jetzt noch total schön, wenn ich hier auf dem Sofa sitze, morgens mit einer Tasse Kaffee und aus dem Fenster gucke, aus einem richtigen Glasfenster und der Ofen wird warm und es ist hier gemütlich. Und also es ist alles aufwendig. Ich würde es auch niemandem raten, der halt keine Freunde hat, die ein handwerkliches Geschick haben. Also alleine schafft man halt so viel nicht. Also jetzt nicht, weil ich jetzt total ungeschickt bin, aber es sind halt auch so Körperkräfte, die halt gebraucht werden. Verschiedene andere Sachen, die halt unberechenbar kommen, wo halt auf einmal Stützpfeiler durchgemodert sind oder Sachen einfach durchgerostet sind. Waren so viele Sachen, die zwischendurch passiert sind, wo man nicht mitgerechnet hat und wo ich fast die Nerven verloren hätte, wenn halt nicht wirklich gute Freunde von mir hier ihren Muskelschmalz reingebracht hätten. Ja, das ist mein Wohnzimmer. Das ist der Rest von meinem Bus. Die große Liegefläche habe ich zum Sofa umgebaut, also einfach so durchgesägt und auch die Matratze durchgesägt. Und den Kalender habe ich zum Geburtstag bekommen von meinem lieben Fräulein. Hier ist mein Esszimmer mit meiner ganzen Weihnachtsdeko, wo ich mich echt schon die ganze Zeit drauf gefreut habe, die ich jetzt gerade so super schön finde. Küchenschrank, den ich von meiner Freundin bekommen habe. Und hier, das sind auch Überbleibsel aus dem Bus. Dieses Vorratsregal, das habe ich halt, da wollte ich mir eigentlich was Schöneres hinstellen, aber diese Kisten aus meinem Bus, die waren halt noch da, deswegen habe ich die als Regal dahin gestapelt. Das funktioniert auch ganz gut. Die Fenster, die habe ich auch geschenkt bekommen.
Das Regal hat dann halt auch, das auch ein Bus war, dieses IKEA-Teil, das hat halt perfekt davor gepasst. Jetzt eine Weihnachtsschokolade. Also ich vermische jetzt so normale Zartbitter Blockschokolade mit ein bisschen Kokosöl und Glühwein, Lebkuchengewürz. Und anschließend kommt das hier in diese Form. Da habe ich schon so ein paar Zuckersternchen reingemacht und dann wird das mit gerösteten Mandeln bestreut und dann ist das dann halt so eine leckere vegane Schokolade. Fehlt dir das manchmal, keinen Backofen zu haben? Einen Backofen vermisse ich tatsächlich ab und zu mal. Ehrlich gesagt, ganz oft wegen so einer Pizza oder sowas. Aber jetzt hier gerade mit Plätzchen backen oder Süßigkeiten für Weihnachten, dann muss man sich halt anderes einfallen lassen. Also es gibt auch eine ganze Menge Rohkostsachen, die man machen kann. Und damit meine ich jetzt keine Sternchen aus Karottenstiften oder sowas. Also richtig tolle Sachen aus Datteln und Nüssen. Und ja, also deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Und ich habe ja Freunde, wo ich durchaus mal hingehen kann zum Plätzchen backen, wo ich den Ofen benutzen kann. Und ja, das wird dann halt gemacht. Das passt dann schon alles. Das Leben, wenn man vieles selber macht, ist halt sehr sparsam. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich den größten Teil, den ich brauche, mit Yogastunden verdiene. Ich gebe da Yogastunden an der Volkshochschule, so, da habe ich ja Kurse, dann gebe ich auch Yogastunden mittwochs, also Power-Yoga im Street Combat Fight Club, das ist in der Klaucher Straße, da kann auch jeder kommen und ja, mache ab und zu mal Ernährungsberatung, ayurvedische, also wobei ich noch nicht so viel verdient habe, das sind meine Romane, die es bei Amazon zu kaufen gibt, also die sind E-Books. Die habe ich in das eine Buch, die Berliner Stadtmusikanten, das habe ich schon vor 15 Jahren geschrieben. Und in Spanien habe ich jemanden kennengelernt, dem hat das Buch so gut gefallen, das Silke Jankowski, dass sie gesagt hat, oh, ich würde das gerne lektorieren und ich würde das gerne herausgeben als E-Book bei Amazon. Und weil das so gut gelaufen ist, hatte ich noch ein zweites, das war halb fertig und das habe ich dann in Spanien zu Ende geschrieben. Und das gibt es auch bei Amazon, das ist dieses Greta wartet auf den Alltag. Also da kommt, also das sind nicht nennenswerte Beträge, aber wenn dann halt jemand diese Bücher kauft und liest und ich ein positives Feedback bekomme, dann werde ich dadurch reich im Herzen. Das freut mich zumindest dann, ja. Hier ist dann meine Küche, also meine Küchenzeile, die ich quasi vom Sperrmüll habe. Und Griffe habe ich selber dran gebaut mit irgendwelchen Sachen, die ich noch übrig hatte, improvisiert. Wasser muss ich hier in diese Box füllen. Da hat man auch dann fließendes Wasser, wenn man sich mal die Hände waschen will. Und das Ganze läuft dann in so einer Gießkanne, die 10 Liter Gießkanne, die unter der Spüle steht, wo auch mein ganzer Putzkram steht. Ich koche mit einem zweiflammigen Gaskocher. Die Gasflasche steht auch unter der Spüle. Und meine Küchenutensilien hängen halt hier an diesem Ast. Die Fliesen habe ich auch selber gemacht. Das sind ja eigentlich nur Spiegelscherben, die mit Bildern, die ich schön gefunden habe, oder Landkarten hinterlegt worden sind. Und dann sind die so ganz einfach mit Montagekleber da an dieses Alu geklebt worden. Die Fliesen, die habe ich hier auf dem Schuttplatz gefunden. Und das war eigentlich bis auf den Montagekleber auch alles kostenfrei. Ja. Wo kriegst du dein Wasser her? Wir haben hier so ein Häuschen, da gibt es fließend Wasser, da sind auch Toiletten und ja, da gehe ich alle zwei Tage hin und hole mir meine zwei Kanister Wasser, die auch hier, die habe ich auch hier hingestellt. Da stehen quasi meine Wasservorräte. Also, das habe ich alles
für den Weihnachtsmarkt in Freienfelde so angefertigt. Das sind solche Sachen, die wir am Freitag auch im Kreativcafé zusammen gemacht haben. Hier ist einmal zum Beispiel gebackenes Müsli, gebrannte Mandeln, so Zuckerpeeling und Duschmarmelade. Und das kann man halt so beim Duschen, kann man sich damit peelen. So nimmt man mit der Hand raus. Und das riecht halt zum Beispiel nach Eukalyptus. Die hier riechen nach Rose. Und die Duschmarmelade, die riecht ziemlich zitrusmäßig. Gehäkelte Mehrweg-Kosmetik-Pads, ja, aus Baumwolle. Die kann man halt auch kochen. Ich bemühe mich halt um so einen ganz kleinen Fußabdruck. Also alles das, was ich verbrauche, dass ich das irgendwo finde, wie meine Weihnachtsdeko zum Beispiel. Das sind Äste, die ich gefunden habe. Das sind Wollfäden von einem aufgerollten Pullover. Und ich finde es trotzdem ganz hübsch. Natürlich sind auch Plastiksachen dabei, die ich noch von meinem früheren Leben rübergerettet habe. Also mir ist es halt auch wichtig, so wenig wie möglich Ressourcen zu verbrauchen, aber trotzdem so luxuriös wie möglich zu leben. Und so komme ich mir tatsächlich vor. Also wenn ich hier morgens sitze und der Ofen ist an und ich trinke meinen ersten Kaffee, dann könnte ich jedes Mal fast aus den Schuhen springen, weil ich so glücklich bin, hier im Warmen zu sitzen und ein Dach über dem Kopf zu haben, Fenster zum Rausgucken, frisches Wasser und die Möglichkeit, mein Essen zu kochen. Und dann, das ist schon fantastisch, ja. Und die Möglichkeit, mit meinen Hunden zusammen hier zu leben. Und die können draußen auf dem Platz rumspringen. Und das ist, ich finde mein Leben in der Hinsicht schon ziemlich reich. Und dass ich sehr luxuriös lebe. Was mich dann halt immer so ein bisschen ärgert, also ich habe ja schon vorher mich bemüht um so einen kleinen Fußabdruck. Das heißt, ich habe natürlich LED-Lampen benutzt oder bin Fahrrad gefahren und kein Auto. Und dass manche jetzt so denken, so ach ja, die kann sich's ja nicht anders leisten, weil die ist ja arm. Aber auch wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, dann würde ich vielleicht mal zur Fußpflege gehen oder sowas, aber ich würde nicht in der Wohnung wohnen. Also das würde für mich, egal wie viel Geld ich habe, erstmal nicht in die Tüte kommen. Und das ärgert mich dann halt, wenn es dann hingestellt wird, dass ich das nur so mache, als wenn mir nichts anderes übrig bleibt, weil ich arm bin. Also weil das ist halt einfach nicht so. Ich bin so reich an Zeit und Liebe. Durch und runterziehen. Dass der Bauch nicht friert. So, komm, wir gehen raus. Und hier habe ich auch oft das im Sommer gekocht mit meiner Außenküche. Das sieht zwar jetzt sehr spartanisch aus, klappt aber wirklich wunderbar. Also es sind so Schienen, die auch hier rumgelegen haben. Und dann kommen dann halt Kohlen rein und dann kann man tatsächlich wunderbar, wunderbar darauf kochen. Also auch mit 3 Töpfen habe ich da manchmal zu stehen gehabt. Ja. Wenn man jetzt dann mit dem Fahrrad bei dem Wetter in Waschstellung fahren muss, geht man dann schon mit mehr Bedacht da um. Und deswegen habe ich tatsächlich wie früher als Kind, ich habe eine Hose zum Rausgehen mit den Hunden und eine Hose hier zum auf dem Sofa sitzen und eine Hose für gut, wenn ich halt in die Stadt gehe. Es ist tatsächlich so, ja. Und also man achtet auf solche Sachen mehr, ja. Wenn ich früher kein Problem hatte, auch mal mit Füßen hoch auf dem Sofa zu sitzen und zu essen, und wenn ich halt dann irgendwelches Ketchup dann auf dem Pullover hatte, dann habe ich dann halt in die Waschmaschine gesteckt und fertig war es. Und jetzt ist es tatsächlich so, dann setzt man sich dann ordentlich an den Tisch und achtet einfach drauf, dass man ein bisschen achtsamer mit allem umgeht und so. Und natürlich war es auch so mit dem Kühlschrank, das ist das also auch, was ich im Sommer vermisst habe, jetzt auch nicht mehr so. Dann kann man sich schon mal ganz andere Vorräte anlegen, macht das auch, und auch trotz Kühlschrank vergammelt das ganz oft. Und jetzt wird halt viel bewusster eingekauft, also noch mehr als vorher. Und es ist tatsächlich so, dass ich keine Lebensmittel wegwerfe. Also auch nicht irgendwelche Reste aus Gläsern oder, und das ist immer mal vorgekommen, oder dass halt irgendwas geschimmelt ist. Aber das kommt jetzt überhaupt gar nicht mehr vor, weil halt wirklich alles ganz bewusst und mit Bedacht auch bis zum Ende aufgebraucht wird, ja. Was
was auch eigentlich so ein tolles Erlebnis ist, weil man ist so im Wettbewerb mit sich selber und denkt, oh Gott, jetzt habe ich nur noch ein Tässchen Reis und ein halbes Tässchen rote Linsen, was mache ich jetzt da draus? Und man wird, das ist nochmal eine ganz andere Art von Kreativität, die man dann so erleben kann oder für sich dann ausprobieren kann. Phoebe! Oh, du Boykottierende! Das hässliches Reh! Kommt! Oh, bitte!